Die beobachtet mich. Wer? Die Amsel. Wer ist das? Das ist die Amsel. Ach so, der Vogel. Nein, die Amsel. Das ist doch ein Vogel. Du Narr. Ich bin kein Narr und auch kein Narwal. Ich bin Profi-TikToker. Ach so. Ja, so. So, so. Du Unwissender, du Drecksdepp. Was? Ich habe gesagt, du bist unwissend und drecksdeppig. Was laberst du? Gutes. Ich habe mal ein paar Fragen zu dem Satz. Hau raus. Mist? Fragezeichen. Und warum unwissend? Und ist drecksdeppig ein Wort? Ich denke eher nicht. Nicht so viel, das kann ich mir doch nicht merken. Sorry. Also, das erste war ein Tippfehler. Da kannst du dich bei Jonas bedanken. Der findet das immer noch lustig. Das ist aber nicht lustig. Tja, da würde ich sogar zustimmen. Bist du nicht Jonas? Genau, der bin ich. Aber ich bin doch gar nicht Jonas, egal. Hä? Alles klar. Alles klar. Bei dir auch? Ja. Okay, nuts. Nein, ich brauche kein Eis, danke. Aber du kannst mir noch den Rest beantworten. Ja, kann ich. Du hast dir das gemerkt? Nee, aber das steht ja im Skript. Im Skript? Genau, im Skript. Aha, okay. Weil es keine Vögel gibt. Ich habe da letztens ein Video gesehen und ja, ich bin Gangster, ich darf meinen Neologismus raushauen. Aha, okay. Hast du dich nicht eben noch aufgeregt, dass das zu viel ist? Ja. Aber dann ist mir das Skript eingefallen. Ach so, erst danach. Ja, dann ist gut. Ja, also das ist kein Vogel und pst, pass auf. Okay, ich habe zu viel gesagt. Ah. Ich muss gehen. Aber du wohnst hier. Oh ja, dann verschwindest du hier. Wieso? Keine Zeit für Fragen. Verlass das Land und... Was? Hör mir zu, konzentrier dich. Es ist ernst. Die Amsel heißt ernst? Wir haben jetzt keine Zeit für schlechte Witze. Wir treffen uns in Mexiko. In Mexiko? In Mexiko. In Mexiko? Ja, in Mexiko. Wieso? Hörst du mir nicht zu? Keine Zeit für Fragen und jetzt raus hier. Okay. Ich habe gar nicht gesagt, wo in Mexiko. Wie soll ich dich jetzt finden? Hey, wo bist du? Wie zu Hause.